Hätten wir die Möglichkeit gehabt... Ah, die Polizei rammt uns. Hätten wir die Möglichkeit gehabt, ihn zu retten? Also, was heißt retten? Also, dass er nicht sich runterstürzt. Ich hätte ihn grapschen können und hab's nicht getan. Ich habe vergessen, linke Maustaste zu drücken. Ei. Das ist ja... Oh, Fahrerflucht. Fahrerflucht. Schnell. Das war die Polizei. Aber ich muss dazu sagen, das liegt alles nur an dieser Fahrphysik hier. Ne? Sonst hätte ich gebremst. Natürlich rechtzeitig. Komme ich auch irgendwo nach oben? Nö. Da komme ich nach oben. Platz da. Ich muss hier hoch. Oh, careful! Ja, doch. Also den Stadtplaner hier müsste man feuern. Ey, falsche Straßenseite. Meinst du? Weiß ich nicht. Burnout? Muss man da crashen? Ne? So, ich glaube, wir sind da, ne? Ich gucke mal erstmal im Briefkasten. Also das sind ja immer die wichtigsten Sachen, dass man sich erstmal alles anguckt hier. Wer hier drinnen wohnt, ob da jemand ist. Hier ist zum Beispiel keiner. Guck mal, hier ist eine Kiste draußen. Sieht sehr verdächtig aus. Die kann man wegschieben. Hier hinten ist auch keiner. Wer ist das hier hinten? Wer seid ihr denn? Hallo? Hey. Okay, he's had enough. Hey, ja. Was ist hier los? Was ist hier los, hä? Hä? Was? Polizeibrutalität? Was? Glaube ich nicht. Come on, Cole, leave him alone. Was denn? Die stehen im Weg. Okay, wir klopfen mal an. Die Tür können wir nicht. Wir können keine von den Türen, ne? Ist das glühen? Ah, oh, das sieht aber... Also, da hat aber jemand geschlafen. Hier ist gar keiner zu Hause. Hey, that's that cop. Seems like a decent guy. Okay, ich klopf mal. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Schicke Frisur. Darf ich mich erstmal vorher umsehen? Kann man sich hier... Aha, die haben auch hier gespielt. Nothing significant. Aber sie haben hier gespielt. Da kommen wir nicht durch. Hier, ins Schlafzimmer. Was? Schließen Sie mal auf da. Ist das einfach abgeschlossen, Schlafzimmer? Guck mal. Hier haben zwei Leute gegessen. Ich glaube, jemand ist im Schlafzimmer. I doubt it. Ich glaube, da ist jemand im Schlafzimmer. Ist abgeschlossen. Warte mal, hier fehlt ein Messer. Was? Nudelholz? Ist das vielleicht die Tatwaffe? Nicht? Oh, schade. Oxidol. Don't think this is anything. Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend.
People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. Nein. I have someone here. I beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No. I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Warte mal, als Beweise, haben wir da das Messer schon? Ja, haben wir schon. Versicherungsbrief, okay. Ich hoffe. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Warte mal. Leider haben wir dazu nichts. Und wir waren leider noch nicht dabei, anzweifeln. Aber ich kann die Lüge nicht beweisen. Obwohl. Sie sagt nicht die Wahrheit, logischerweise. Die Frage ist es aber, kann ich das anzweifeln oder Lüge? Pass mal auf, ich mach mal so. Ich mach mal entfernen. Anzweifeln, okay. You expect me to believe that, Lorna. It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Ich muss doch mal. Ich habe nicht genügend Informationen. Anzweifeln. Okay. Admit it. You were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. You and Mr. Sabo have an interesting day. I'm sure we will, officer. Now, if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Können wir die nochmal befragen dann später, wenn wir weitere Hinweise und Beweise haben? Hier ist ein Telefon. Warum ist hier ein Telefon? Wo ist hier ein Telefon? Wo ist hier das Telefon? Hier ist das Telefon. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Are there any messages for me? Just one, Detective, from the coroner. Message reads... Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Thanks. Oh, ich hoffe, wir können sie hier nochmal befragen, bevor sie abhauen. Okay, wir fahren jetzt gleich ins Schauhaus. Schnellreise. You're behind the wheel. Do we know where we're going?
Ja, ist aber ein netter Laden, hier, die Leichenhalle hier. Going to church doesn't make you a Christian any more than staying in the garage makes you a car. This guy's got a screw loose. So, ich guck mich erstmal hier um, ne? Nicht, dass er irgendwas zu verbergen hat. Mit wem redest du denn? Slow down. Was ist denn? Was hast du für Probleme? We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. Two puncture wounds to the right side of the thorax. Sag ich doch. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder one. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Take another step this way and there's gonna be trouble. Können wir mit dem Auto vom Leichenbestatter fahren? Das wäre cool. Ja, können wir. Und gleichzeitig freischalten. Wieder zum Wohnsitz. Ja. Warte mal, hier ist ein Tunnel. Oh, ist das langsam, das Auto. Oh, ist das langsam. Just occurred. 3rd and Hill Street. Stand by for further unit to handle code 3 identified. Ja, wir übernehmen den Fall. Wir übernehmen den Fall. Boah. Any in the vicinity, see the man at 211 just occurred. 3rd and Hill Street. Stand by for further unit to handle code 3 identified. This is 11K. Go ahead with the further. Oh, guck mal hier. 211 is an angel's flight. Oh, hier so eine Dingsbahn. Oh, cool. So long. They're getting away. What happened here, sir? They had guns. Dirty Louses took everything and then booked. They went that way. The stairs alongside the track. Du und deine Details, Wally. Na klar hat der. Was? Wo muss ich jetzt hin? You look like a rat with a gold tooth in a watch like. LAPD! Taking a run time to dust! Stop it, pal! Ja, der Story-Vorgänger von Still Life ist postmortem. Sie gehören zu dem Universum, sind aber nicht zwingend abhängig. The suspect is down at 3rd and Hill. Code 4 here, but I need an ambulance. 11K, roger on the ambulance. All units, the shooting at 3rd and Hill Street is code 4. Code 4. Guck mal, unser Auto steht auch schon da, ne? Sehr schön. Sehen wir da im Auto? Ah, sehe ich jetzt nicht. Ah, ja. So, dann werden wir mal die beiden jetzt konfrontieren, ne? Boah, das war sauber. Sind ausgeflogen, wa? Wer? Warte mal, ich gehe erstmal hinten gucken. Nimm mal erstmal drumherum gucken. Was? Could be a heel, but that's a lousy way for anyone to go out.
War das jetzt ein Geständnis oder? Und wo ist sie? Sie ist da vorne in der Küche, beziehungsweise im Wohnzimmer. Na denn. Klopf, klopf. Pass auf das Gesicht jetzt gleich. Sie sprachen zu dem Coroner, Mrs. Patterson. Er bestätigte ihren Mann's Cause of Death. Wir würden Sie bitten, nach Hause zu kommen und ein paar Fragen zu beantworten. Es war nicht ich. Es war Leroys Idee. Leroy stabbed ihn. Ich hatte nichts damit zu tun. Wo ist Leroy jetzt? Er ist in der Bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand jury. Nice of you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, Leroy, shut up! You had all the bases covered, baby. I have nothing to do with it. You think I'm gonna fry for you, Lorna? He's a crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake! Na toll. Die sind ja immer noch hier. Sabo, stop or I will shoot. Warum ist denn die immer so schnell? Last chance to surrender, Sabo. Och nö. Come on, Flatfoot, let's negotiate. Put the weapon down now. Help me. Und sie ist zur Salzsäule erstarrt. Darauf erstmal ein Bootbier. Nee, ein Bootbier. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Tja, drei Tote. Und keiner kriegt die $16,000. Oh. So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy and first degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. Na klar, das mache ich. Got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Und mein Partner freut sich, dass er so einen Partner hat und mit nach oben gezogen wird, wa? Das ist ja super. Stell halt die richtigen Fragen zur richtigen Zeit. Sieht man, 7 von 8. Oh. Verdienstvoll? Was? Vielleicht habe ich so viel Sachschaden. Naja, okay. Gefunden hin. Mir fehlt ein Hinweis. Ja, aber wo? Ich muss besser fahren, aber wie gesagt, mit der Fahrphysik ist es ziemlich schwierig. Sachschaden ist identisch. Verletzung, aber wir haben diesmal kein Überfahren. Das ist schon mal gut. Noch ein Besuch in Race hat gezeigt, wie weit Leroy gegangen wäre, um dem Gefängnis zu entgehen. Noch ein Besuch in Race hätte gezeigt. Aha. Das heißt, hätten wir dort noch den richtigen Hinweis gefunden, hätte man vielleicht überzeugen können und dann wäre er nicht gestorben? Möglich, möglich, möglich. Guck mal nach dem nächsten Fall. Falsche Papiere. A slip of the tongue. Ein Ausrutscher des Zunge. Phelps, Bukowski. Beat cop says he located a green Kaiser Frazier from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Habe ich schon mal gesagt, dass die Gesichtszüge-Details richtig genial sind. Auch wenn das Spiel schon alt ist und man das sieht, aber ich hätte öfter diese Technologie. Weil ich denke, das ist wichtig. The more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate romantic type like you, Cole?
I don't believe a word of it. So, wo geht's raus? Da nicht. Da, wo Exit steht wahrscheinlich. Need a drink. I got the jitters again. Vorsicht. Eieieie, fast hätt's geklappt. They're calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake makes of that one. You hear whether they're making any progress? But Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manly character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Poor thing. Is this Black Dahlia? Like that without having the death strewn all over the front page. Das ist der Black Dahlia-Fall, den sie hier gerade benennen. So als Anspielung für die Zeit. Cool. Oder? Ruhe. Ich glaube, das ist das Auto, was wir suchen. Ein Franz Kaiser oder so. Oder bist du das Auto? Ja, ne? Ey, du sag mal, warum ist hier eine Delle in dem Auto? Ey, die war nicht. Ich hab nichts touchiert. Wo kommt die Delle her? Warst du das? Ruhe. Nee, da drüben ist wieder das Ziel. Also manchmal ist dieses Fähnchen da ein bisschen bescheiden. So, hier ist... Ja, ja. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get him. Remember, we need him healthy enough to answer questions. Okay, dann erschießen wir ihn. 1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Fraser from 6 West 2nd Street. Oh, da wollte er uns austricksen gerade eben. Lay into his wheel arches. Come on. Ja. Komm, 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 komm. Enough games, Phelps. Take this guy out. Was? Wie fährt er denn? Ich glaube, du hast mehr Probleme als so eine Geschwindigkeitsübertretung. Out of the car now. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Mhm. Kums Automobile. Aha. Quittung. 11.01.1947. Aus dem Januar. Unterzeichner Cliff Harrison. Aha. Modell Kaiser Franz Manhattan. Motornummer, Seriennummer. Barpreis des Wagens $2,400. Verschiedenes Radio 49,95. Zigarettenanzünder. $1 für einen Zigarettenanzünder. 2450, haut das hin? Ja, haut hin. Hat da jemanden ein Auto? Ja, jetzt ist das Auto kaputt. Aber ist nicht so schlimm, ne? Du hast damit kein Problem, ne? Dass dein Auto kaputt ist. Ach, du bist doch wieder heil. Cliff Harrison, beim Fahren von gestohlenem Fahrzeug. Ich glaube, der erzählt die Wahrheit. Fangen wir mal an. You purchased this car from Coombs Automotive Company. Yeah, that's right. Okay, wir haben die Beweise gesehen, das glauben wir auch.
And the ownership papers? From the same place. Legal ownership, bla bla, Cliff Harrison, Cliff Harrison. Case, bla bla, Tabnummer. If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. $1.90 war die Registrierung von dem. Ist ja billig. Okay, danke. Motiv für die Flucht. Do you have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. Na, ich zweifle mal an. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky backy in the glove compartment. How much, Cliff? One reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Warum? Warum hat er Ärger? Hat doch gesagt, er ist losgefahren, weil da zwei so eine richtig breitschultrige Typen wie ich da hinterhergefahren sind, ne? Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me! I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for Grand Theft Auto. Right, Detective. Grand Theft Auto. You know who my father is? We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Oh, fange und verhafte den, bevor die Verstärkung da ist. Ey, das haben wir geschafft. Ey, Alter. Können wir den anzeigen, wenn er uns anfährt? So, wir müssen uns... I think he's telling the truth. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. Take it easy. Wow. Warum stehen die Augen? Ich hab doch die Augen offen. Sonst würde es noch viel holpriger werden hier. So, wie fahre ich am besten? Oh, mit Effekt. Ich hoffe, ich fahre ja richtig. Der neue Opel fährt praktisch wie auf Schienen, ne? Oh, wir fahren vorbei. Oh, das ist nicht gut. Oh, da gab es eine Abbiegung. Oh, ja, ja, ja. Ui. Oh, da hinten ist Licht. Na komm. Oh. Now look what you've done. Ach Mensch, doch. Der jammert was zusammen. General Motors, nee, ist es nicht mehr. Also es war mal General Motors, ne? Jetzt ist es PSA, also Peugeot und Co. Das ist aber cool, dass man hier lang fahren kann. Finde ich in Ordnung. Die Physik. Aber dafür läuft es stabil. Bisher gab es noch nicht mal eine Kampfdurchsage hier, ne? Von wegen, gibt einen neuen Fall und so. Ja. Keep LA safe, drive safely. Mach mal. Extra für LA. Applications available at your local post
So. Gleich sind wir da. Hier irgendwo. Hier ist es, glaube ich. Hier. Da. Not another step. I have got a Buick Century Sedan that would be absolutely perfect for you. Ach, die Grinsebacke. Irgendwie sind hier die Automobilverkäufer immer dieselben, also identisch von Art und Weise. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Fraser, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Oh, God. Oh, my God. That's a joke, too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. The Ministry of Silly Walks, ne? So, ich hätte gerne die Papiere, mein Freund. Wo sind die Papiere? Okay, ich setz mich hin. Here it is. Got the original pink slip there too. Jean Archer. Muss das so? Gene Archer. Also Gene, okay. 146 North Fremont Avenue. Sedan. Rückübertragung. Wieso Rückübertragung? Das würde bedeuten, dass er den ja vorher schon mal hatte, verkauft hat, geklaut hat und hat die Papiere. Ups, nein, 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 nein. We have a couple of questions. Nein, ich will. All right, fellas. Shoot. Ich will. Oh, ich wollte das andere sehen. Warte mal. Scheibenkleister. Ich habe rechte Maustaste gedrückt. Warte mal. Kann ich mir das nochmal angucken? Oh, gut. Ich dachte schon. Da sind unterschiedliche Handschriften. Guck mal, andere Durchschläge, andere Schrift. Der Name ist geändert worden. Das ist nachträglich geschrieben. Das eine ist ein Durchschlag. Und der Name Cliff Harrison und 6 West 2nd Street ist nachträglich geschrieben. Ist ein anderer Stift. Das ist der originale Kaufbeleg. Das ist der originale Kaufbeleg, nur nachträglich gefälscht. Das passt nicht. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Mm-hmm. You're as thick as a whale sandwich, aren't you, son? You need to give us something, Coombs, if you don't want to be implicated in this. Yap, yap, yap. Son, your problem is that your gums keep flapping, but you do no listening. Shit. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly.
Ah, so eine aalglatten Typen, ja. Ich glaube, ist bestimmt auch falsch, was ich jetzt drücke. Oh, ist richtig. Wahrheit. Kind of harried and harassed, in a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Wir haben keinen Beweis. Ah. Ich habe aber gesehen, dass sie manipuliert waren. Pass auf. Ist bestimmt das Falsche, was ich benutze hier. Antwort entfernen. Lüge. Warte mal. Der Fahrzeugbrief ist gültig, aber ich habe keinen Beweis. Harrison Fahrzeugbrief kann ich nicht. Ich sag mal Lüge. That's a lie, Coombs. You're printing the slips. This whole racket comes back to you. So, I'm some kind of criminal kingpin. Son, I can't wait to see you prove it. Der Fahrzeugbrief. Nicht. How about you take it easy, kid? You're going about it like a sailor in a whorehouse, grabbing whatever you can reach. Mist. This was all above board. Yes, of course it was. So wie er sich verhält, jetzt definitiv nicht. Aber das Problem ist, hat er mal gestohlenes Beleg. Die Quittung, die er hat, die Quittung... Nee, die Quittung ist verkehrt. Die sieht man hier sogar den Durchschlag. Die Quittung ist scheiße. Lüge. You're lying, Coombs. You knew the car was stolen. You have some sort of crystal ball tucked in your jacket that can help you prove it? Ja, und zwar den Beleg. Ach, komm, hör auf. You should try rubbing some oil on that hard head of yours. Are we done here? We get awful attentive to people who obstruct LAPD investigations. Shit. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Did you double check all the paperwork? Who's it made out to? Ja, hab ich ja überprüft. Dann mal. Wir müssen anrufen. Oder hätte ich zwischendurch weggehen müssen zum Anrufen? Ah. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. So, hallo. Anrufen. Phelps Badge 1247. How can I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. I need an address on a marquee printing company. Marquee Printing Company, sure. Just a moment. Aliso Street, near San Pedro. Messages, please. A James Belasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks for your help. Was macht... Ach, der isst ein Hotdog. Ich dachte, was steckt denn sich da in meiner Nase? Okay, mit dem Typen hat es jetzt hier nicht funktioniert, leider. Aber hier haben wir auch erst die Information bekommen, die wir brauchten. Wo können wir denn jetzt hinfahren? Wir fahren erstmal ins Zentralrevier hin. Kann ich... Wir überspringen das Ganze mal. Pass auf, ihr drückt halten. Can you go to this one? Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is.
And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line just to get the hell out of there. Okay, also Dialoge werden nicht geskippt, das ist gut. Detectives, Belasco is prepped and ready in two. Another stolen car with legit papers. Thanks. Mouthpiece torch strips off me at the grand jury. Case was thrown out. Interviewraum 2. That's that cop. Seems like a decent guy. Wo ist denn der Interviewraum? I saved the whole year for that car. Wer bist du denn? I'm at a loss. Let's get the interview started. Ach, if you do this right, who knows what Belasco might roll over on. Crummy bastard. James Belasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. This guy's got a screw loose. It's auch bei dem. And he's taking one of his fingers. The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Warum? What the heck? Hier hinten steht gar nichts drauf. When is America going to understand it's about giving, not getting? Mister, a man like you always loses the battles with. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Mist. You want my partner here to convince you that you do know her? I'm giving you the straight dope. I don't know no Jean Archer. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Wir haben aber keinen Beweis, um ihn. Wagen verlassen mit mehreren bezahlten Kurieren den Bundesstaat. Ich habe keinen Beweis, glaube ich. Er weiß, ich zweifle an. Das ist falsch, aber ich zweifle an. Oh, war richtig. I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. Was? Okay, okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Where do you pick up the cars, Belasco? Warehouses. Mainly in East downtown. You must have an address. That's not the way they work. They keep moving around, never the same address twice. You had a chance to cooperate, Belasco. See you in 10 years when you get out. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street near the corner of San Pedro.
Guy I spoke to was Lightfall. Gordon Lightfall. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. You're going to release me now? Poor little twist. She was 13 if she was a day. Can you take these braces off? They hurt! I saved a whole year for that car! Phelps, your GTA suspect, Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! Yeah, you hang around. Nee. Ich renne. Ist das wirklich mit Rennen? Warte mal. Theoretisch ja. Doch. Wir können rennen. Wir können. Wir verlieren sie nicht. That's the guy. I heard he's an honest cop. Ich beeile mich. Hätte ich vielleicht doch das Auto nehmen sollen? If that hill won't buy me something nice, I'll find someone. Du. Let me guess. Five-star goddamn wedding. So, wo ist er jetzt? Hier drüben, ne? Oder hier? LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Von wegen pummelig. Okay, gestohlener Kaiser Franz. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Hat sie das wirklich? Ihre Unterschrift ist anders. Guck mal. Die Seriennummer ist identisch, sehe ich gerade. Ist nur eine Nuance, aber die ist identisch. Auch das Verkaufsdatum, Registrierdatum ist identisch. Hä? Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Aber so sieht man es halt hier. Can we just get this over with? Ich weiß es nicht. Was soll ich tun? Anzweifeln. Gene, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do. They pay me 50 bucks to drive the car. I made $2,000 selling it. You made zero. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. I don't see you looking out for me. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Ich zweifle das an, aber habe ich irgendeine Verbindung? Er hat auch einen Fahrzeugbrief. Gelogen. You're lying. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Well, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. Nuancen. Das Schlimme ist, er hat auch so einen Fahrzeugbrief. Im Besitz von mehreren Autodiebstahlverdächtigen gefunden. Es wird irgendwas Falsches sein gerade.
Ich nehme das hier unten. So because siehste? You just don't like me, you can call me a liar. Mist, siehst du, sag ich doch. Decided to make this yourself, Gene. Let's see how you handle the hard time. Ärgerlich. Warum zieht denn die Hosen eigentlich so weit nach oben? Never find out. Wer findet's nicht raus? Es ist aber auch ärgerlich. Mit wem erzählt sie denn da hinten? Warum guckst du so grimmig, Phelps?